Alright, dann kommt zurück zu Reactions. Ja, Leute, wir reagieren wieder auf Standardske heute schon zum x-ten Mal. Ich weiß, langsam wird es langweilig. Ich weiß auch nicht, Leute. Also, mir kommt's heute vor, als ob die Leute irgendwie nicht mehr richtig da wären. Als ob alles wie ausgestorben wirkt. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten heute los ist. Entweder sind die zu erschöpft, um überhaupt zu reagieren, oder was los ist. Keine Ahnung. Hä? Was? Oha! Das kann nicht wahr sein. Ich bin hyped, Freunde. Ich habe das Schwert jetzt gerade zum ersten Mal. Erste Runde mit dem neuen Schwert, direkt 18 Kills. Dieses Schwert ist einfach zu stark. Definitiv. Bevor das Video losgeht, gibt es noch ein kleines Update. Und zwar, ich und iCramix haben letzte Woche angefangen, in Lords Mobile unsere Kämpfe auszutragen und zu gucken, wer die bessere Community hat, Leute. Und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf euch. Die Kämpfe sind am Laufen und das sieht richtig gut für uns aus. Ich denke mal, wir werden ihn fast überrollen, Leute. Wir sind jetzt noch so ein bisschen in der Vorbereitung. Wir brauchen hier noch eure Unterstützung. Also, falls ihr Bock habt, könnt ihr euch gerne noch bei der Gilde bewerben. Wir suchen hier noch krasse Leute oder erstellt selber eine, download euch das Spiel, Link unter der Beschreibung, ab geht's. Wenn ihr das Spiel gedownloadet, habt ihr immer noch die Chance auf eine PlayStation 4. Ja, hallo, ich bin Schatz, Start heute mit einem neuen Video und zwar Here We Go. Ich kann es immer noch nicht glauben, wir befinden uns im ersten Update der Season 7 und dieses Update sprengt wirklich jegliche Dimension. Schnallt euch am besten an, wir sind hier im neuen Polarpeak, nämlich das Eis ist abgesch... Das Eis ist geschmolzen und ins Spiel als neues Item wurde heute die Infinity Blade hinzugefügt. Das neue Schwert aus dem Trailer ist jetzt offiziell im Spiel drin. Ich dachte zuerst, beziehungsweise bin davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Schwert um einen Limited Time Mode handelt. Aber nein, man hat es ganz normal in den Battle Royale Modus hinzugefügt und es spawnt genau einmal auf der ganzen Karte. Und oha, er hat das Schwert. Und das ist hier in Polarpeak in der Mitte. Und es ist abnormal, wie viele Leute hier landen. Hier landen teilweise bis zu 30 Leute. Ich kann euch empfehlen, landet irgendwo in ein Haus, besorgt euch eine Waffe und baut das Spiel langsam auf. Holt einen Gegner nach den anderen und dann müsst ihr euch den Schwertträger holen. Weil zum Anfang, holt euch niemals zum Anfang das Schwert. Das ist wirklich... Wo ist er? Oha! Das kann nicht wahr sein. Ich bin hyped, Freunde. Ich habe das Schwert jetzt gerade zum ersten Mal. Guck mal, man kann sogar Materialien einsammeln. Ihr verliert alles weitere, also keine Munition und so. Und wenn wir sterben, dann kriegen wir unsere Ausrüstung auch nicht mehr zurück. Wir haben uns jetzt entschieden, der Infinity Blade Schwertkämpfer zu sein. Und ich bin. Oh, das kann. Oh, oh, jetzt hat er mich hier gerade getroffen mit der Granate. Okay, komm runter oder ich komm hoch. Hoch komme ich vielleicht nicht, aber. Oh. Ich mache einfach die Bude hier kaputt. Dann würde er schon freiwillig runterkommen. Ey, das ist ja ultra stark. Oh nein! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und guck dir bitte an, das Leben. Ich komme dir gleich hoch da. Hör mal auf, da auf mich zu schießen. Das Leben regeneriert sich automatisch. Also der erste Eindruck, alleine, dass wir 400 Leben und wir können bauen. Okay, ich sag dir jetzt definitiv schon, ich habe zwar noch keinen Kill gemacht, Freunde, ich habe gerade ein bisschen... Und wir kriegen sogar Materialien, wenn wir einen Baum zerstören. Wir können bauen. Ich sage euch jetzt so, wie es ist. Ich habe es noch niemanden damit gekillt, aber das Schwert ist viel zu stark. Es ist viel zu stark, es macht so einen starken Eindruck. Nämlich, ein Schlag soll 75 Schaden machen. Und dieses Springen, wenn ich da auf jemanden zuspringe, macht 25 Schaden. 25 Schaden ist jetzt aber nicht so dolle. Aber wenn ich natürlich dann gleich danach mit dem Schwert zuschlage, ist der Gegner instant tot. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das hier gleich in 1 gegen 1 Situation macht. Aber es sieht. Oh, Herr Lama! Hallo! Ein Schlag weg. Herr Lama mit einem Schlag weggefetzt. Holy moly. Ich hätte niemals gedacht. Also Limited Time Mode. Okay. War ich mir relativ sicher, dass wir dieses Schwert in den Limited Time Mode bekommen. Aber jetzt im normalen Battle Royale Modus. Zu krank. Feier ich extrem. Ich bin auch wirklich mal gespannt,
um zu gucken, wie lange das überhaupt im Spiel drin ist. Und wir wussten natürlich auch vornherein, dass jetzt hier es langsam anfängt, der Berg zu schmelzen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das alles hier noch ein bisschen länger dauert, bis das Ganze hier schmilzt. Aber ging doch schneller als gedacht. Ihr seht, hier ist noch eine kleine Eisschicht drauf, welche wir wahrscheinlich dann in den nächsten 2 Wochen entfernt bekommen. Und jetzt gucken wir mal, wo der Paulberger ist. Wo bist du? Ah, da fährt er! Den holen wir uns. Ich werde gleich auch nach Tilted Towers gehen. Und ich will hier eine 20er Round mit dem Schwert machen. Was? Wir kriegen sogar Schild, wenn wir jemanden töten, dazu. Und jetzt regeneriert sich das Ganze weiter. Oh, Lul. Okay, also, das ist hier wirklich... Also, ich würde jetzt einen 5er drauf wetten, dass das Schwert innerhalb von 3 Stunden genervt wird und das schlechter gemacht wird. Guck mal, ich kann überall durchspringen, wo ich will. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was ist neu? Noch Neues mit dem Patch reingekommen. Um ehrlich zu sein, ich kann ja einfach alles zerstören. Hallo? Nein, der wird fast runtergefallen. Guck mal, ich brauche gar nichts machen. Ich springe hier einfach durch, mache alles kaputt. Da fallen die von alleine runter. Ich nehme alles auseinander, kriege dafür sogar noch Ressourcen. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Wo seid ihr denn jetzt? So, warte mal. Oh, ab nach oben. Da ist einer. Oh. Die sehen mich gar nicht. Läuft. Hey. Bisschen tricky. Oh. Okay, man muss schon relativ nah dran. Man muss schon relativ nah dran sein. Ah, da hat er mir einen Kill gestealt. Oha. Das ist zu stark. Das ist zu stark. Guck, habt ihr gesehen? Nacheinander, zack, 75, 75, 75, 25. Also der Sprung zu dem Typen hin. Und das ist gerade mal das erste Mal, dass ich das Ding hier überhaupt habe. Okay, gleich direkt weiter. Guck mal, wie schnell wir uns auch fortbewegen können. Wir fliegen quasi durch die Karte. Das ist wirklich ziemlich cool gemacht, weil das ist einfach eine abgewandelte Variante des Thanos-Modus. So, mal gucken, ob hier noch einer rumrennt. Ich kann ja nichts machen, weil der Sprung ist einfach viel zu stark. Hallo? Oh, da ist einer. Ein Paulberger. Alleine, dass man Leben dafür bekommt, wenn man jemanden killt, ist krank. Da ist noch einer. Hey, hallo? Hey, warum greifen die mich alle nicht an? Sehen die mich nicht? Bin ich unsichtbar oder was? Das ist ziemlich strange. Können wir eigentlich damit Quad fahren? Also ich sagte, wenn wir mit dem Schwert Quad fahren können, das wäre krank. Wir können mit dem Schwert Quad fahren. Guck mal, wie mächtig das aussieht mit dem Arm. Ey, ich kipp hier gleich vom Stuhl. Das ist ja sowas von geil gemacht. Also ich feiere das Schwert-Gameplay unnormal, aber erster Eindruck viel, viel zu stark. Und ich bin wirklich nicht einer. Ihr wisst, Freunde, ich sehe immer die Waffen relativ kritisch, die neu ins Spiel kommen. Aber das schockt mich gerade wirklich. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir hier die Runde locker flockig siegen. Oder ob wir vielleicht doch jetzt noch einige Nachteile von diesem Schwert sehen werden. Vielleicht Situationen, wenn gute Spieler oder so kommen, dass wir eventuell gar keine Chance haben, irgendwie was mit dem Schwert auszurichten. Was will er da machen? 2 Schläge weg. 2 Schläge waren das gerade. Ohne Probleme. Er konnte nichts machen. Was willst du da auch machen? Gucken, wo die sind jetzt hier. Die trauen sich alle nicht hier raus, weil die wissen, oha, die Infinity Blade. Das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist auf Distanz.
Distanz, denke ich mal, kann man gut dagegen vorgehen. Aber hier wird einfach das Problem schon sein, dass ich auch bauen kann und die Gegner mich quasi nicht anschießen können. Psych. Wo sind die denn jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Ich mach doch hier ordentlich Krach. Aktuell in dem neuen Patch gab es nur eine kleine Änderung zu den Flugzeugen. Die Flugzeuge machen jetzt nicht mehr so viel Schaden. Ich glaube, da hinten war gerade einer. Ja. Ja, Digga, was willst du da ist machen? Ist ja zu übel. Papier ich nicht. Ich baue noch nicht mal. Kommt alle zu mir. I'm ready. Ich bin. Jetzt ist das wirklich ein Eiskönig, ne? Ich muss auch sagen, das sieht zu mächtig aus. In Kombination das Schwert und diesen Skin gibt nichts Krasseres in dem Spiel, glaube ich. Also. Oder will mich einer snipen? Wo willst du mich snipen? Es ist doch ein. Ah, okay, der fliegt bestimmt jetzt gerade mit Flugzeug los. Ja, er soll doch mal in die Zone fliegen. Wir haben ja zum Glück kein Problem mit der Zone. Boah, ist ja krass. Überleg mal, wir könnten so einen Blitz oder so auf Distanz noch schleudern. Oh, hier schießt noch einer auf mich. Hä, von wo denn? Hä? Und wo schießt der auf mich? Muss ich nicht verstehen. Ich muss auch gar keine Angst haben. Der kann mich, okay, gut, mit der 50er Kaliber. Ein Headshot bin ich trotzdem down. Nee, Quatsch, das macht ja nur 300, ne? Ich glaube, die 50er Kaliber macht auf Distanz nur 395 Schaden. Also theoretisch würde ich sogar jetzt einen Headshot überleben. Wo sind die Gegner? Es kann doch nicht sein, dass sie keine Gegner sehen. Kommt. Aha, da kommt einer. Oh, der wird sich freuen. Moin! Okay, der baut jetzt mal ein bisschen, nervt ein bisschen, aber... Ja, und was damit? Macht keine Probleme, da kommt noch einer. Warum wollt ihr jetzt gleich gehen, oder was? Ja, so. Sorry, es... Da muss... Da ist der Sniper. Okay, der macht. Das eklige Pose da oben. Oh, das ist eine ganz eklige. Das ist ja noch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schaden bekommen, weil ich zu blöd bin, hier zu laufen. Aber du brauchst doch nicht mal Skill, um die Gegner auseinanderzunehmen. Du brauchst doch nicht mal Skill. Du musst einfach irgendwie in die Richtung schlagen von denen. Das ist ja noch... Wir können sogar Flugzeug fliegen. Wir können sogar Flugzeug fliegen. Und dann springe ich raus. Die Gegner wissen nicht, dass ich die Infinity Blade habe. Und nehmen sie einfach auseinander. Und da sind auch schon die Nächsten. Okay, Leute, wir machen Nahkampfangriff. Auseinandergenommen. Ist hier noch einer drin? Nee. Zu krank. 14 Kills ohne Probleme, ihr habt gesehen, Leute. Ah, da kommt jetzt der nächste. Ja, okay, der hat jetzt mal ein bisschen Schaden gemacht, weil er mir einen Headshot gegeben hat. Aber ansonsten war es das hier gerade auch ohne Probleme. Oh, okay, der hätte mich gerade killen können, hätte er mir einen Headshot gegeben. Von hier der Schuss. Wo bist du? Zeig dich. Schaut, dass ich jetzt hier nicht
Nichts zu zeigen, super. Oder könnte noch einer drinnen sein? Easy. Easy, ohne Probleme. Das Schwert kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben. Definitiv nicht. So 18er Round. Hm. Und ohne dass ich wusste, wie das Ding überhaupt funktioniert. Also ich sagte, ja, so wie es ist, mit diesem Teil sind ultra high Kill Rounds drin. Also 25 plus mit dem Ding locker. Locker. Hier kommt es dann nur drauf an, dass sie halt genug Gegner findet. Aber im Solo versus Solo ist das Ding zu stark. Das ist... Ich komme darauf nicht klar gerade. So, wo sind jetzt die Gegner hier? Hört auf, euch zu verstecken. Kommt raus. Wir klären die Situation. Und dann ist die Runde hier over. Also wenn mich jetzt hier noch einer holen sollte... Ich habe ja einer auf mich geschossen. Würde mich das echt wundern. Und das Ding ist auch, umso mehr die sich Zeit lassen, umso mehr Leben kriege ich halt wieder. Das verstehe ich. Okay, viele werden die... das wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern, bis die Leute sich darauf eingestellt haben, dass dieses Schwert jetzt im Spiel drin ist. Weil ich würde es feiern... Ich weiß nicht. Also ich feiere es, dass es im Spiel drin ist, aber ich feiere es irgendwie nicht so, dass es im normalen Battle Royale Modus ist. Ich finde, man hätte dafür einen LTM machen können. Ich weiß nicht warum, aber... Ist meine Meinung. Aber ansonsten finde ich es definitiv ein cooles Update, ein bisschen zu stark. Dass Polarpeak jetzt schon geschmolzen ist, verwundert mich so ein bisschen. Also man merkt ja auch, dass hier wirklich jetzt Woche für Woche krasser Content rausgehauen wird. Und das Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat ja diese Woche alles zerstört. Wo sind die denn jetzt? Habt doch nicht so eine Angst. Hallo. Boys, Mois. Ich verstehe nicht, diese Zone. Oder die Zone ist so klein. Warum kann ich hier noch ein paar Materialien mitnehmen? Ich sagte selbst ohne Bauen wäre das trotzdem auch zu krass, das Ding hier. Wenn ich nicht bauen könnte. Es darf doch nicht wahr sein. Die haben Angst vor mir. Steine, die Rasse. Zu 100%. Ach komm schon, die ziehen noch die letzten Gegner weg, dann kann ich nämlich Feierabend machen kurz. Leute, heute kommen schon noch Videos online, das wird keine Frage sein, aber ich tue nach dem Video dann das Video auch beenden, weil ganz ehrlich, ich muss mich jetzt noch mit meinen Eltern einkaufen. Moin! Deswegen keine Zeit mehr gerade, deswegen muss ich ein bisschen Hände machen, weil meine Eltern noch unten warten. Ja. Easy, das ist der nächste. Da, jetzt kommt der letzte. Zack, 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 zack. Easy. Zu krank. Zu krank. Heftig, Leute. Vergesst mich nicht als... Ja, Leute, an der Stelle hoffe ich, die neue Waffe hat euch auf jeden Fall gefallen. Ne? Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Leute, würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch, Leute. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend, Leute. Wir sehen uns später und bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.